Richard, ganz kurz noch zum letzten Match. Es war der 150. Bundesligaspiel für Rapid. Hättest, wie du gekommen bist, vor einigen Jahren geglaubt, dass du diese Zahl erreichen wirst, und wie viele sollen noch kommen? Ja gut, es sind natürlich jetzt schon einige Spiele. Freut mich natürlich sehr und macht mich auch wirklich zu einem gewissen Teil schon mal sehr stolz, für Rapid so viele Spiele in der Liga bestritten haben zu dürfen. Ich glaube, es sind jetzt auch schon knapp 200 Pflichtspiele insgesamt. Also freue ich mich natürlich sehr darüber und hoffe, dass vor allem die nächsten zwei Spiele natürlich dann auch erfolgreich für uns laufen werden. Das nächste Spiel, sagt man, ist immer das Wichtigste. Ich glaube, dieses Mal stimmt das ganz besonders. Kurzer Blick aus deiner Sicht auf das Duell in Graz. Auf was werden wir achtgeben müssen? Wie siehst du die Chancen, dass wir dort erstmals in dieser Saison bei Sturm, wir haben aber erst einmal gespielt, und auswärts geschaffen? Ja, ich denke, Sturm ist natürlich eine gute Mannschaft, das wissen wir eh. Es war auch das letzte Duell, auch wenn wir hier 4-1 gewonnen haben, eigentlich gerade bis zum Ausschluss eigentlich sehr, sehr eng. Und ja, es geht da für uns eigentlich immer darum, dass wir unsere Leistung am Platz bringen. Sturm hat natürlich auch gute Spieler. Kitaischwili ist ein guter Einzelspieler. Janscha mit Jeboa haben sie auch Schnelligkeit vorne. Aber wir sind in der Lage, das verteidigen zu können. Und vorne, glaube ich, haben wir immer genug Qualität, um Tore zu machen. Apropos verteidigen. Die beiden Innenverteidiger, die sogenannten Stamm-Innenverteidiger, Matteo Baracz und der Maxi Hoffmann, fehlen beide aufgrund von Sperren. Für dich ein Problem oder wird da schnell umgeswitcht? Nein, es ist überhaupt kein Problem. Also wir haben genügend Qualität in der Mannschaft. Ich glaube, das haben wir auch gezeigt. Der Leo gegen Salzburg wieder extrem zweikampfstark. Also ich denke, wir haben da genügend Alternativen und das werden wir gut auffangen als Mannschaft gemeinsam. Noch zwei Spiele, dann geht es in eine relativ kurze Sommerpause. Wie bezifferst du die Chancen, dass wir den gleichen Platz erreichen wie in der Vorsaison, nämlich den zweiten? Ja, ich bin da sehr guter Dinge, aber es geht natürlich darum, dass wir jetzt noch in den letzten zwei Spielen sehr gute Leistungen bringen. Aber das war die ganze Saison ja so gefordert und das haben wir meistens auf den Platz gebracht. Und jetzt geht es darum, dass wir einfach jetzt in den letzten zwei Spielen nochmal daran anknüpfen. Das wünschen wir uns und vielen Dank. Es geht Schlag auf Schlag und zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder nach Graz. Erinnerungen ans letzte Duell. Ich glaube, da hast du ein besonderes Tor aufgelegt. Ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf. Wir sind seit langem wieder in Graz am Wochenende. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe in UCI ein schönes Tor aufgelegt dort und habe dort immer schöne Erinnerungen gehabt. Auch an mein erstes Spiel in Graz, haben wir 3-2 gewonnen. Schöne Erlebnisse dort. Jetzt ist Sturm Graz im Vergleich zur Meistersaison im Vorjahr richtig gut, auch mit den Punkten. Im letzten Jahr hat das anders ausgeschaut. Und es geht um Platz 2. Wie schätzt du die Chancen ein, dass wir eventuell schon in Graz eine Vorentscheidung herbeiführen können? Das wären 3 Punkte. Ja, wir fahren nach Graz, um die 3 Punkte dort mitzunehmen. Wir werden alles an den Tag legen und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das dort schaffen. Du hast jetzt in dieser Saison eine irrsinnige Einsatzstatistik. Du hast gefühlt immer von Anfang an gespielt, jetzt in Salzburg nicht. Ist der Akku schon ein bisschen leer gewesen oder hat es andere Gründe gegeben? Ja, ich habe mit dem Trainer gesprochen und das war so. Und jetzt sind 2 wichtige Spiele. Und wir fokussieren uns auf das und jetzt werden wir alle 100% geben und die letzten 2 Spiele noch alles rausholen. Blick zum Gegner, ich weiß, man schaut normal immer am liebsten auf sich, aber trotzdem, Sturm Graz ist immer Duell, auch wenn jetzt keine Fans dabei sein dürfen noch, aber immer Duell, das besonders emotional ist, zwar Traditionsclubs etc. Wie schätzt du Sturm ein? Bist du überrascht, dass sie so weit vorne sind zu dem Zeitpunkt der Saison? Sie haben eine gute Mannschaft und sie spielen auch eine gute Saison. Wir natürlich auch und es wird sicher ein sehr attraktives Spiel werden. Sie haben auch gute Namen drinnen und aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir, wenn wir alles heute am Tag legen, dann das packen werden dort. Torschützenkönig geht sich nicht mehr aus bei dir, das ist unmöglich, aber es gibt eine andere Wertung, wo du ganz vorne bist. Es gibt von unserem TV-Partner Sky Sport Austria den Player Index, der nicht nur Tore berücksichtigt, sondern die Gesamtleistung und ich glaube, auf Platz 1 seit langer Zeit, Ercan Karab. Beobachtest du das und ist das auch ein kleiner Ansporn, dass man da vorne bleiben will? Nein, ich beobachte das nicht. Ich konzentriere mich auf die Saison und die war schon sehr lang. Jetzt haben wir noch 2 Spiele und ich will einfach für meine Mannschaft Leistung bringen und ihnen helfen. Und wenn wir dann erfolgreich sind, sind wir es gemeinsam. Und deswegen ist das alles nebensächlich. Mal noch eine andere Frage. Du bist zwar auch noch relativ jung bei Rapid, aber doch von der Lebenserfahrung schon ein alter Hase. Mir ist aufgefallen, in Salzburg zum Beispiel, da haben gespielt 5 Eigenbauspieler, dann du, darunter der Leon Schuster, noch vor kaum einem Pflichtspieleinsatz, dann reinkommen der Sulzbacher. Du hast vorher schon erwähnt, der Jussi, dem ja, glaube ich, schon ein bisschen ein Ziehkind fast von dir. Wie weit kannst du die jungen Burschen unterstützen, dass sie das so richtig schaffen, den Sprung
bei den Profis und was traust du unseren jungen Recken generell zu? Ja, ich traue ihnen sehr vieles zu. Ich probiere ihnen am Platz oder außerhalb des Platzes Ratschläge zu geben. Ich habe schon ein bisschen eine Erfahrung und ein bisschen was im Leben schon erlebt und deswegen probiere ich einfach für die Jungs da zu sein, weil ich weiß, wie es ist, als junger Spieler da oben zu sein und probiere sie da zu unterstützen, so gut ich kann. Allerletzte Frage, beim übernächsten Match, beim letzten der Saison dürfen endlich wieder Zuschauer im Stadion sein, auch wenn es nur 3.000 sind. Freut man sich drauf? Natürlich freut man sich drauf, auch wenn es nur 3.000 sind. Es ist trotzdem was anderes. Ich glaube, bei uns 3.000 ist bei manchen anderen Vereinen viel mehr. Aber ja, ich sage einfach, dass es ein sehr schönes Erlebnis sicher sein wird, wieder vor Fans zu spielen und hoffentlich bald vor vollem Haus. Vielen Dank, Ercan, und alles Gute mir vorerst am Sonntag, wo es nur ein Geisterspiel ist. Danke.